Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen auf einem Video. Und zwar haben ja sehr viele nachgefragt, die wollten gerne die Map-Seed haben, die ich im Solo-Stream spiele. Die habe ich aber nicht und ich weiß dann nicht, wie ich sie rauskriege. Deswegen habe ich für euch die Map hochgeladen und ich zeige euch jetzt, wie ihr die ganz simpel downloaden könnt und wo man die hinschieben muss. Also, pass auf, ganz einfach, geht los. So, und zwar. Unter dem Video habe ich diesen Link hier zu der Seite gepostet. Klickt ihr einfach drauf und dann seht ihr das hier. Ja? So, die heißt immer noch Mr. Helm und 321 Spiele, Zip Map. Ja, aber ist ja wurscht. Hier ist die Größe. Jetzt klickt ihr simplerweise auf Download. Dann kommt hier das hier und dann solltet ihr die Datei speichern. Nicht öffnen, mit erstmal speichern. Zack. Dann wird hier runtergeladen. Das kann sein, dass bei euch etwas länger dauert als bei mir. Ja. So, bei mir ist das fertig. Und jetzt klickt ihr ganz simpel auf dieses Ding drauf. Dann wird das geöffnet und sieht dann so aus. Bei mir wird das mit WinRAR geöffnet, bei euch mit WinZip. Spielt keine Rolle. Dann habt ihr dieses hier. Das ist die Map. So. Die müsst ihr aber jetzt noch irgendwo hin kopieren. Und dazu schreibt ihr in das Suchfeld bei Windows rein Prozent App Data Prozent. Buff. Kunde, ich habe zwei Bildschirme, deswegen seht ihr das jetzt nicht. Gib das mal rüber. Wut, wut. Und dann öffnet sich dieses Fenster hier. So. Dann geht ihr auf euren 7 Days to Die Ordner, Doppelklick, Generated Worlds und da ist natürlich jetzt bei mir die Map, die ist bei euch nicht da. Jetzt geht ihr einfach hin, haltet hier fest und zieht darüber und lasst los. Ja, das kann ich natürlich jetzt nicht machen, weil dann wird er drüber kopieren. Dann kopiert ihr euch die Map ganz einfach da rein. So, und beim nächsten Starten von 7 Days findet ihr die Map. Das machen wir jetzt auch gleich mal. So, wenn ihr dann irgendwann mal 7 Days gestartet habt, landet ihr eben bekanntlich in diesem Bildschirm hier. Wenn ihr jetzt auf neues Spiel klickt, dann könnt ihr hier Spielname Hatzi Wutzi Wutzi eingeben, ist egal. Und hier bei Spielwelt könnt ihr so lange suchen, bis ihr die Ezuse Map, Ezuse Mountains Map findet. Genau so heißt die Map, die ich zocke. Tada! Habe fertig. Very good. Dann Daumen hoch. Ja, Leute. Okay, das war's auch schon. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt bitte Daumen nach oben. Kein Problem. Ich wünsche euch viel Spaß. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Abonniere. Tschüss.